Moin Leute und herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben ja unsere E-Mail-Adresse moinklängern@gmail.com, wo ihr mir Sachen hinschicken könnt. Und ihr habt mir wunderbare TikToks geschickt. Und ich dachte, wir schauen heute einfach mal rein. Mir wurden die besten hier schon rausgesucht. Und falls ihr ebenfalls welche habt, wo ihr sagt, Timon, die musst du sehen, gerne an die E-Mail-Adresse. Das erste Video heißt, das war's mit meiner Duschwand. Klingt schon gut. Wahnsinn. Da habe ich ja richtig zu tun. Das habe ich mir nur eingebrockt. Mein Gott. Shit. Scheint auf jeden Fall eine gute Hausparty zu sein. Ja, wie man das jetzt den Eltern erklärt. Ja, Mama, Papa, die Dusche, die mal da war, ist jetzt nicht mehr so da. Ja, musste sowieso mal umgebaut werden. So, Klingelstreich auf andere Level. Ich bin gespannt. Mach andere. Ja? Ja, was ist denn? Wer sind Sie? Wer ist da? Wer bitte? Wer ist da? Wer sind Sie? Wieso klingeln Sie hier? Ich klinge nicht da. Klär dich mal auf, ich hole jetzt gleich Polizei. Oh shit. So gemein das auch ist, so wunderschön ist es auch einfach. Eigentlich würde ich wirklich gerne sehen, dass die Polizei kommt und sie sagt, der war's. Und er sagt, nein, sie war's. Macht es bitte nicht nach, die armen Menschen. Aber ich verstehe, dass man das als Hobby hat. Ich wusste auch gar nicht, dass das geht, dass verschiedene Etagen miteinander reden können dann. Ich akzeptiere das einfach. One second of playing the triangle. One day of playing the triangle. Very fun. One week of playing the triangle. Help. One month of playing the triangle. Kill me, please. One year of playing the triangle. One second. Wow. Dieser Mann hat das Instrument einfach gemastert. Und deshalb muss man auch zu Recht, um dieses Instrument spielen zu können, Musik studiert haben. Ich finde schön zu sehen, dass das viel Freude in sein Leben gebracht hat. Ja. Ich werde direkt morgen auch anfangen. Okay, in dem Video wurden offensichtlich Politiker durch die Face-App gepackt, sodass sie ein bisschen mehr nach Filter aussehen. Huch, bitte? Das oh shit. Das ist, wenn deutsche Politik eine Netflix-Serie wäre, wäre das die Schauspielerin dazu. Ja. Aber dann ist das ja mit Schminke und bisschen Schönheitsoperation durchaus möglich, diese Ergebnisse zu erreichen. Oh, Angie. Ja. Genau. Wenn nach dem Film in den Credits gezeigt wird, wie die Person in echt aussah. Oh, shit, ey. Ja. Warum sehen denn alle aus wie irgendwelche Reality-Leute? Crazy. Wäre eine wilde Netflix-Serie. Ich glaube, ich würde mal reingucken. Aber man sieht auch, mit der einen oder anderen App kann man noch ein bisschen was rausholen für die Instagram-Fotos. Ob man dann als Politiker mehr gewählt wird? Ich glaube schon. Okay, dieses Baby isst seinen ersten Bissen Pizza in seinem Leben. Ich erwarte viel. Und die Pizza? Keine, aber ja, Text war Oh. Wie ein wahrer Kenner, ja? Wenn ich in ein Sternerestaurant gehe, dann esse ich auch genau so. Es ist wunderschön. Wenn die Pizza einfach anders reinkickt. Völlig verständlich. Ich glaube, bei einer guten, richtig guten Pizza gucken wir alle so. Pizza nochmal zum ersten Mal erleben und dann sich genauso fühlen wie dieses Kind. Ah. Okay, das Video ist betitelt mit Sag mal Pikachu. Sag mal Pikachu. Pikachu? Oder? Pikachu. No way. Als ob das ihre eigene Stimme ist. Ah, Moment. Das ist mit Hashtag Synchronsprecher. Moment, aber sie ist doch nicht die original Pokémon-Pikachu-Stimme, oder? Aber sie klingt ja so hart wie das Original. Ja, Respekt auf jeden Fall dafür. Wäre ein Talent, was ich auch gerne hätte. Pikachu. Ja, ich glaube, war ganz gut. Hier haben wir ein Duett zwischen SSEO und dieser Gang.
Oh, Bro, Bro. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass SSEO Hula-Hoop-Reifen schwingen kann. Schönes Video, vielen Dank dafür. Schaut bis Ende, okay? So unfähig, ne? Danke, vielen Dank. Ja, komisch, dass hier alles voller Müll ist. Die Müllabfuhr war doch gerade hier. Wirklich komisch. Ich will diesem Mann jetzt nicht zu nahe treten, aber sein Beruf ist Müll wegmachen und darin ist er nicht besonders gut. Eigentlich eher genau das Gegenteil davon. Ja, das mit den Trickshots üben wir mal, aber war ja auch schwierig zu treffen. Na, so eine kleine Öffnung kann ja mal passieren. So, Lifehack klingt ja schon mal richtig geil. Das wird bestimmt super. Dankeschön für Maskieren. Wir probieren, ob das funktioniert. So, ihr Lieben, bei mir ständig dieser Schrott ist kaputt und da muss ich hier unten aufmachen, dann funktioniert das. Okay, wir probieren das jetzt mit Löffel, wie im Video. Hier unten ein bisschen, was hat er gesagt, reiben, ja? Wahnsinn! Ich glaube, das einfach nein. Wisst ihr das? Das ist ja cooler Live-Hack. Ich weiß nicht, ob das gespielt war, aber sie wirkte absolut begeistert. Das geht wirklich? Holy shit. Ich bin traurig, dass ich gerade keine Konserve da habe. Ich würde es sehr gerne ausprobieren. Falls irgendwer gerade einen neben sich stehen hat, bitte mal testen und dann mal in die Kommentare schreiben. Sind diese ganzen Lifehacks eigentlich doch keine Verarsche? Funktionieren sie eigentlich doch alle? Und wir machen uns immer lustig darüber, aber eigentlich. Aber dieses Gesicht verrät etwas anderes. Sie ist im Krankenwagen. Oh nein, ich ahne schon irgendwas. Können wir gleich weiterfahren? Weil wir, ja, noch ein Ball? Ein Ball? Okay. Aber jetzt ist ja wirklich ein bisschen. Ja, okay. Ja. Oh, bitte medizinische Grundversorgung. Ich brauch ganz schnell Hilfe. Oh yeah, oh yeah. Bruder, ich glaube, das wird nichts mehr. Steig aus, lauf besser. Aber man muss auf der Habenseite sagen, immerhin sehr erfolgreiches TikTok. Zwar auch bleibende Schäden davon getragen, aber auch erfolgreich immerhin. Ich danke euch jetzt schon für diese wunderbaren Videos. So, was sagt ihr dazu? Ja, da sind wir doch mal die Richtigen hier, die mal eine dezidierte Meinung abgeben können. Hier seht ihr das Ergebnis. Ich bin gespannt. XOXO, alles klar. Spannend, was ihr dazu sagt. Tapfere Biene, ey, du. Ganz schön kriminell. In ein paar Jahren sieht's richtig sch. Das Ende hat mich bekommen. Ja, wild, wirklich wild. Also, dass ich das echt noch jemand getraut hat. Es gibt ja viele mutige Menschen auf der Welt, aber das ist nochmal ein ganz anderes Level. Denkt ihr, das tut mehr weh als die Tattoos am Hals bei ihm? Ich glaube schon, oder? Vor allen Dingen direkt hier so. Ah! Ah, nee. Ja, Leute, vielen Dank für diese wunderbaren TikToks. Falls ihr ebenfalls welche habt, die ich mir unbedingt angucken soll, gerne an die E-Mail-Adresse. Falls euch das Format gefällt, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Ich gehe jetzt noch ein bisschen kichern. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.